Der hieß Kriegerstock. Und damals waren Vereine, die Kriegervereine, die hatten diesen Stock bei ihrer Ausrüstung. Hallo, herzlich willkommen bei Asrablockt. Heute geht es ums Zeichnen. Wollt ihr wissen, wieso ich Comics zeichne, wie ich dazu gekommen bin? Also, das Zeichnen hat mich gerettet. Der Kriegerstock war meine erste größere Arbeit. Ich hatte vorher schon kleinere Sachen gemacht und gezeichnet habe ich auch schon immer und Comic-Fan war ich auch schon immer. Aber damals in der Situation bei der Pflege meines Schwiegervaters, da wäre es mir, glaube ich, dreckig ergangen, wenn ich den Kriegerstock nicht gemacht hätte. Der Schwiegervater kam nicht mehr allein zurecht. Ins Heim wollte er nicht. Wir hatten Platz, ich mochte ihn, also kam er zu uns. Er war 84. Er brauchte Hilfe beim An- und Ausziehen, beim Waschen. Ich bin mit ihm spazieren gegangen, zum Arzt, zum Einkaufen. Und oft saß ich dann da und habe gewartet, dass er sich sein Hemd zuknöpft, mit dem Rasieren und dem Waschen fertig wird. Und ich wurde immer nervöser und ungeduldiger, weil ich ins Atelier wollte und mir die Zeit davon lief. Wenn er dann endlich fertig war, wir gefrühstückt hatten und ich an die Arbeit konnte, hatte ich vielleicht gerade eine halbe Stunde vor meiner Skulptur gestanden und wusste endlich, wie es damit weiterging, da rief er mich, weil er die Fernsehzeitung nicht fand. Bald hatte ich keine Lust mehr, überhaupt noch anzufangen. Aus lauter Frust habe ich dann irgendwann angefangen, ihn zu zeichnen. Immer wenn ich auf ihn warten musste, im Alltag, beim Anziehen, beim Waschen, Rasieren, beim Essen. Und er hat seine Geschichten erzählt, vom Krieg, von der Kindheit in Ostpreußen. Zeitgeschichte. Da stand drin, bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Bezahlung. Ernst Reimann, mein Schwiegervater, ist 1914 in der Ukraine geboren und in Ostpreußen aufgewachsen. Der Vater war Schmied, es gab 10 Kinder. Die Familie war verschuldet und Ernst als Ältester musste schon mit 16 als Lohnarbeiter auf einem Rittergut arbeiten. Die einzige Chance, etwas zu werden, sah er bei der Reichswehr und verpflichtete sich als Berufssoldat. Er ging zur Luftwaffe und wollte Pilot werden. Er hatte schon 300 Flugstunden absolviert, als ihm klar wurde, dass er niemals Pilot werden konnte. Kampfpiloten wurden zum Offizier befördert. Offizier konnte aber unter Hitler nur werden, wer den Arianerweis beibringen konnte. An die Geburtsurkunde der Großmutter war aber nicht mehr heranzukommen, weil Stalin damals keine Papiere mehr an Deutschland auslieferte. Er machte eine Spezialausbildung zum Feuerwerker. So kam es, dass er in einem mörderischen Krieg und unter einem faschistischen Regime als Berufssoldat nicht geschossen, sondern Bomben entschärft hat. Nach dem Krieg arbeitete er als Hauer im Kohlebergbau in Belgien und Frankreich, später als Leiter eines belgischen Munitionsdepots und bei der Bundeswehr in Köln. Er zog mit seiner Frau und 8 Kindern immer dorthin um, wo es Arbeit gab. Mein Schwiegervater ist 93 geworden. Er lebte bis zum Schluss bei uns. Das ist ein kleiner Speicher für Computerdaten. Wie? So ein Computer ist das ein kleiner Speicher, da kann man ganz viel drauf speichern. Ja, davon habe ich keine Ahnung. Nee. Ja, von kleinen und großen Speicher habe ich keine Ahnung. Ich jetzt das mit Brille, oh Mann. Fußpflegefrau wieder bestellen. Aber wenn mein Freund seinen Liebesbrief nicht schreiben kann, dann habe ich Ahnung. Den schreibe ich. Und hat er Erfolg gehabt damit? Und toll Erfolg. Der toll Erfolg. Und seine Eltern sind sehr Er hat seine Geschichten erzählt, ich habe gezeichnet. So hatte ich bald einen Haufen Zeichnungen und jede Menge Geschichten. Und Comic-Fan bin ich schon immer gewesen. Was lag also näher, als einen Comic daraus zu machen? Das Gute war beim Zeichnen, ich konnte die Arbeit unterbrechen, wenn er mich brauchte, und danach ohne Probleme wieder aufnehmen. Das hat uns beiden gut getan. Und jetzt kommen seine Eltern und schimpfen mich aus, dass ich
für ihn die Liebesbriefe schreibt. Hast du ihm doch einen Gefallen getan. Ich hab zu ihm gesagt, für einen Freund tue ich, was ich will. Also, ich glaube, wir können gar nicht anders als kreativ sein. Besonders wir Frauen. Guck mal, ein kleines Mädchen, was auf die Welt kommt, das hat ungefähr bis zu 7 Millionen Eizellen im Körper. Und da werden daraus natürlich im Leben keine 7 Millionen Kinder. Also es gibt Frauen, die gebären gar keine physischen Kinder. Aber wir gebären und zeugen die ganze Zeit geistige Kinder. Und das Gute daran, dass wir Menschen sind, ist, wir können uns aussuchen, welche geistigen Kinder wir auf die Welt bringen. Und auch, ob wir sie füttern und reifen lassen wollen oder nicht. Und der Kriegerstock ist eins meiner geistigen Kinder. Du sagst, du bist kein Künstler, du kannst nicht zeichnen, aber deshalb kannst du doch kreativ sein. Du musst ja keine Bilder malen. Kreativ kann auch ein Lied sein, ein Video, ein Kochrezept, ein Text, ein Fest, ein Gespräch, ein Streit, ein Garten, ein Computerprogramm, eine Strickmütze, eine Erfindung, eine Idee, eine Kampagne, eine Wohnungseinrichtung, eine Deko, ein Witz. Etwas Neues schaffen, was es vorher so noch nicht gab, das kannst du auch.